Christian Olearius ist gescheitert. Ja, mit seiner Rüge hier bezüglich eines BGH-Urteils vom 16. Mai 2023 hat Olearius versucht, hier gegen die Süddeutsche Zeitung vorzugehen und hier vor allem mit Blick auf die Zitate aus seinem Tagebuch hier vor allem das natürlich ja zu verhindern und nachträglich auch hier nochmal Schadensersatz zu bekommen. Das Urteil wurde heute gesprochen. Was da natürlich ganz jetzt rausgekommen ist und vor allem warum das so spannend ist, das erfährst du in diesem Video und damit herzlich willkommen zum neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Ja, Cum-Ex, es geht in die nächste Runde. Gestern hatten wir noch darüber berichtet, dass ja vor dem Landgericht Köln hier Christian Olearius 10.000 Euro zugesprochen worden sind, weil das Land Nordrhein-Westfalen hier eine Amtspflichtverletzung begangen hat und hier im Großen und Ganzen die Tagebucheinträge durchgesickert sind an Journalisten. Und in dem Zusammenhang hat natürlich auch die SZ in einem Artikel hier darüber berichtet, plus jetzt natürlich noch andere Medien. Und hier ist es so, dass jetzt hier der Banker Christian Olearius mit seiner Anhörungsrüge vor dem Bundesgerichtshof hier gescheitert ist. Der Hintergrund ist nämlich der: Die Rüge bezog sich in dem Fall, wie gesagt, auf das BGH-Urteil vom 16. Mai. In dem Fall wurde hier das rechtliche Gehör, sollte verletzt worden sein, laut Aussage von Christian Olearius. Das Ganze hat aber das Gericht später gesagt, ist nicht der Fall, denn Olearius klagte hier speziell darauf, dass er sagt, hey, liebe Süddeutsche Zeitung, ihr hättet hier nicht aus den Tagebüchern zitieren dürfen, weil damit habt ihr meine Persönlichkeitsrechte verletzt. Und das wäre das, was wir gestern schon hatten. Es wurden ja hier diese Tagebucheinträge an Journalisten vermutlich weitergegeben. Und diese haben das natürlich hergenommen und haben gesagt, okay, wir zitieren hier Wort für Wort aus diesen Tagebucheinträgen. Gestern war es so, dass es in dem Urteil ja hieß, okay, 10.000 Euro vom Land Nordrhein-Westfalen an im Großen und Ganzen Christian Olearius. Jetzt geht es aber um die Frage, hat die SZ das Ganze verwenden dürfen? Und die SZ hat laut dem aktuellen Urteil vom 16. Mai das verwenden dürfen, plus zusätzlich die Rüge wurde hier auch abgewiesen. Das heißt also, die Zitierungen aus dem ganz einfach Tagebüchern von Christian Olearius, die hier vielleicht auch verbotenerweise durchgesickert sind oder weitergegeben worden sind, sind legal gewesen und haben seine Persönlichkeitsrechte nicht verletzt. Denn in dem Zusammenhang geht es ja weiterhin um die Frage, und das ist ja eigentlich das Spannende, was ich auch gestern schon gesagt habe, in den entsprechenden Artikeln, um die es hier geht, Spiegel, SZ und alle, die darüber berichtet haben, war es ja hier immer das Thema politische Einflussnahme im Bereich des Cum-Ex-Skandals mit Blick auf Olaf Scholz. Und das war ja auch der Punkt, warum man hier durchaus sagt, das hat hier ein gewisses öffentliches Interesse. Und das ist ja auch der Punkt, weil die wurden ja 2018 beschlagnahmt und ganz wichtig ist nochmal im Nachhinein, die Treffen zwischen Olaf Scholz und Christian Olearius, was ich gestern auch schon gesagt habe, sind ja nicht irgendwie durch die Behörden nach draußen gesickert. Also es hieß, ja, es gab hier ein Treffen zwischen Christian Olearius und Olaf Scholz, dessen das ist vorgefallen, sonstiges. Nein, erst durch Berichterstattungen von SZ, Spiegel und ich glaube noch einem weiteren Medium war es der Fall, dass es plötzlich hier auf dem öffentlichen Interesse, also auf die Öffentlichkeit bekannt geworden ist. Und das war auch das Thema, was ich gestern schon angesprochen habe, was man hier unterscheiden muss. Juristisch gesehen war natürlich dieser Schadensersatz gestern komplett in dem Video vom Landgericht hier Köln korrekt. Denn es lag eine Amtspflichtverletzung hier seitens des Landgerichts Nordrhein-Westfalen vor. In dem Zusammenhang ist es aber so, dass hier ganz klar das öffentliche Interesse dem Persönlichkeitsrecht von Christian Olearius überwiegt. Zumal es ja hier auch natürlich hier ein natürlich überwiegendes öffentliches Interesse hat, mit Blick auf die 82 Millionen plus, ich glaube, die knapp 90 Millionen, um die es hier an Steuern ging. Und das öffentliche Interesse schlägt hier im Großen und Ganzen das Persönlichkeitsinteresse. Vor allem auch aufgrund der politischen Verbindungen. Und der BGH erlaubte die Veröffentlichung der Tagebucheinträge und sagte da sie ein unverzerrtes Bild, ganz wichtig, für ein Thema von öffentlichem Interesse betonen, die Anhörungsrügen sind auch grundsätzlich in dem Fall meistens erfolglos und bieten aber eine Grundlage für eine Verfassungsbeschwerde.
Aber wie gesagt, auch hier wieder, aufgrund dem unverzerrten Bild, es wurde hier unverzerrt eine Zitierung angewendet. Und da ging es ja eben um die Telefonate mit Daniela P. Es ging um die Gespräche mit, ganz einfach, Olaf Scholz. Es ging um die Verwicklung hier, der vermutlich Sachgebietsleiter bzw. der sag ich mal, Chefs von Daniela P. Es ging hier um die potenzielle absichtliche Verjährung von 43 oder 47 Millionen, nicht, dass ich etwas Falsches sage, von einer der beiden Summen und der andere, die nachgefordert worden ist. Plus zusätzlich ging es auch darum, dass er zumindest laut einigen anderen Berichten die Staatsanwaltschaft hier auch bereits angeblich seit 2014 von dem Gutachten der Freshfields-Kanzlei, beziehungsweise nicht Clifford Chance-Kanzlei, wusste, wo ganz klar offengelegt worden ist, dass es sich bei Cum-Ex auch um eine Steuerhinterziehung und einen Steuerstraftatbestand handelt. Was aber erst trotzdem daraufhin, 7 Jahre später, 2021, von dem BGH erst dazu geführt hat, dass der BGH gesagt hat, hey, da liegt ja eine Steuerhinterziehung vor und das ist nicht einfach Steuergestaltung. Das war das, was wir auch gestern noch hatten. Und deswegen ist es durchaus spannend, wie man hier diese Positionen auch mal trennen muss in solchen Verfahren, wo wir, wie gesagt, gestern gesagt haben, Amtspflichtverletzung, klar, hätte nicht an die Öffentlichkeit gehen dürfen. War ja dasselbe damals, gab es ja auch schon die Fälle bei Schubeck oder wie war es bei Hoeneß, Uli Hoeneß. Da war es ja dann auch nachgewiesen, also ich weiß jetzt nicht mehr, ob es ganz genau war, aber bei Uli Hoeneß, glaube ich, hatten in der Zeit, wo bekannt wurde, dass er diese Steuerstraftaten begangen haben soll, beziehungsweise begangen hat, war ja, wie gesagt, das ist ja auch rechtskräftig verurteilt worden, haben angeblich mehr als 6.000 Finanzbeamte auf die Akten von Uli Hoeneß zugegriffen. Und das ist durchaus was, wo man sagt, okay, da hat man hier auch natürlich ein gewisses öffentliches Interesse, wobei man aber sagen muss, Uli Hoeneß, da war natürlich schon das Thema, warum hier keine, sag ich mal, theoretische Verpflichtung, Verletzung vorlag, war ja auch der Punkt, weil ja an der Stelle eher hier das eigentlich die Finanzbeamten einfach so rausgetragen haben und hier ist es ja an die Medien weitergegeben worden. Und das ist schon mal ein krasser Unterschied und wo man auch sagt, klar, das öffentliche Interesse ist immer gegeben, gerade bei solchen Steuerhinterziehungen, auch bei Uli Hoeneß waren sie mehrere Millionen, ich glaube 26, 27 Millionen waren sie am Ende. Und da muss man schon sagen, da ist das öffentliche Interesse gegeben. Deswegen finde ich das Urteil hier durchaus spannend und muss sagen, das bestätigt eigentlich auch das, was ich gestern schon gesagt habe, dass man hier ganz klar sagen muss, das öffentliche Interesse überwiegt ganz klar hier an dieser Stelle das persönliche Interesse von Christian Olearius. Und da muss man ganz klar sagen, hätte er damals schon bedacht, dass er sich vielleicht hier nicht an Olaf Scholz wendet, um damit einen politischen Super-GAU auszulösen, dann wäre dieses Thema wahrscheinlich auch für Christian Olearius hier wahrscheinlich unter dem Radar gewesen. Vielleicht wäre er irgendwo mal in der Randnotiz aufgetaucht bei einem Cum-Ex-Skandal oder bei den Cum-Ex-Files. Aber im Großen und Ganzen wäre das Ganze nicht so in die Öffentlichkeit geraten, wenn er nicht die Telefonate oder auch die Treffen und natürlich Olaf Scholz den Brief hier an die Finanzverwaltung geschickt hätte.